Georg Strasser, Bauernbund Obmann der ÖVP, Bauer aus dem Bezirk Melk, ist der Nächste. Vielen Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Bundesministerin, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Wir diskutieren heute den grünen Bericht 2021. Das ist sozusagen der Geschäftsbericht über das Jahr 2020 in der österreichischen Landwirtschaft und darf Ihnen berichten, dass ein kleines Einkommensplus durchschnittlich von 1,4% festzustellen ist. Das bedeutet mit dem Blick auf 10 Jahre, und das ist ein europäisches Phänomen, dass die Einkommen in der Land- und Forstwirtschaft stagnieren. Das ist ein Befund, der uns nicht ruhen lassen darf. Es ist so, dass der Außenhandel in der Höhe von rund 13 Milliarden Euro der österreichischen Land- und Forstwirtschaft um 3,7% gestiegen ist. Und ein stabilisierender Faktor in dieser wirklich aktuell schwierigen Zeit, Corona und andere Phänomene, ist das Engagement der öffentlichen Hand. Und diese 2,25 Milliarden Euro, die 2020 für die österreichischen Betriebe ausgegeben wurden, bedeuten eine Steigerung von 5,2%. Und ich würde auch in diesem Zusammenhang sagen, die öffentliche Hand und die Agrarpolitik macht hier ihre Hausaufgaben. Ich darf kurz einige aktuelle Dinge kommentieren, was sich auf den Märkten tut. Das eine ist, dass der Marktfruchtbereich, der Ackerbau, eine relativ gute Zeit hat mit einem Einkommensplus 2021, das ist so zu erwarten. Aber auf der anderen Seite durch die gestiegenen Getreide- und Kraftfutterpreise letztendlich die Milch, die Rinderwirtschaft, die Schweinewirtschaft und auch im Bereich Geflügel wir einen extrem hohen Kostendruck haben und ich überhaupt kein Verständnis habe, wenn der Lebensmitteleinzelhandel oder die Gastrohändler bei Preisverhandlungen uns die kalte Schulter zeigen. Es braucht dringend Preisanpassungen, weil der Kostendruck ist enorm. Wir sehen, dass im Bereich Obst und Gemüse es ein permanenter Preiskampf ist und auch ein Kampf um den Selbstversorgungsgrad. Und es ist wichtig, auch in den neuen Programmen, dass wir dort Maßnahmen setzen. Ich sehe, dass der Biobereich ein gesundes Wachstum zeigt und das ist gut so. Die Nachfrage und das Angebot soll da immer harmonisch wachsen und letztendlich auch geschuldet dem Forstpaket, dem Waldfonds, den wir voriges Jahr ins Leben gerufen haben, hat sich der Holzmarkt recht gut erholt und es ist wieder möglich, in der österreichischen Forstwirtschaft auch Gewinne zu erzielen. Ich komme zum Schluss. Ein paar Gedanken rund um die GAP, ein paar Mythen, die ich auflösen möchte. Ja, Frau Kollegin, es wird eine Umverteilungsmaßnahme geben. Ja, es wird ein ausgewogenes Öpol-Programm, es wird eine interessante Bio-Unterstützung, es wird eine ordentliche Bergbauernunterstützung geben, um weiter die ökologischen Aspekte in Österreich voranzutreiben. Aber der Status ist der, dass wir sozusagen, was Nachhaltigkeit betrifft, als österreichische Bäuerinnen und Bauern Vorbilder sind im internationalen Vergleich. Es wird eine ordentliche Investförderung und eine Jungübernehmerförderung geben, die weitere Innovationen auf den österreichischen Familienbetrieben unterstützen soll. Und wir werden, wie gestern diskutiert, intensiv in Tierwohlmaßnahmen investieren, damit letztendlich die österreichischen Qualitätsprogramme und die österreichische Qualitätsproduktion Zukunft hat. Viele Rahmenbedingungen sind aktuell schwierig und ich darf unsere Ziele so definieren. Alle Maßnahmen, die wir agrarpolitisch setzen und auch auf den Märkten, haben das Ziel, Einkommen zu stabilisieren und Einkommen zu steigern und letztendlich Zuversicht und Perspektiven für die österreichischen Familienbetriebe zu entwickeln. Danke, ich ersuche Sie um Ihre Unterstützung.